Ich bin eigentlich schon früher wach. Ich bin eigentlich schon so seit 7 oder halb 8 wach und dachte mir, ich nehme euch halt mit in den Morgen. Mal eine neue Morgenroutine. Auch wenn ich sagen muss, das ist jetzt meine Traummorgenroutine. Ich versuche, dass mein Morgen jetzt immer so aussieht. Deswegen ist es jetzt nicht jeder Tag, der so aussieht, aber ich versuche es. Jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee und nehme euch mit. Let's go. Ich habe mich jetzt auf den Balkon gesetzt, weil ich jetzt erstmal ein bisschen lesen will. Und ich habe hier so eine Box mit vor ein paar Tagen gekauft. Und da sind so 101 coole Gedanken und ermutigende Bibelverse drin. Und ich habe jetzt gedacht, ich will jeden Morgen immer so ein lesen. Einfach so als guten Start in den Tag. Und heute steht drin, Gott erwartet, dass du ehrlich bist. Sein Wort sagt, dass du andere Menschen so lieben sollst, wie du dich selbst liebst. Lügen ist nicht lieben. Ehrlich sein ist lieben. So sieht es aus. Und ich finde es echt cool, weil da echt nice Sachen drin stehen. Gerade das ehrlich sein ist lieben. Ehrlich zu sein ist so wichtig. Und manchmal, kennt ihr das? Manchmal will man nicht lügen, aber ehrlich sein ist schwer, weil man niemand verletzen will. Und da ist aber trotzdem wichtig, dass man ehrlich ist. Nur das fällt mir manchmal schwer. Naja, aber ich lese jetzt mal. Jetzt ist Zeit für Frühstück. Komm, wie du bist und bring alles an dir mit. Komm, wie du bist. So, ich habe gut gefrühstückt. Jetzt muss ich aber mal langsam in den Tag starten. Mich fertig machen und dann mein Zimmer noch machen, mein Bett machen. Ich hatte heute echt genug Zeit für alles, deswegen heute war es echt entspannt. Ich konnte entspannt lesen, entspannt frühstücken und mich jetzt entspannt fertig machen. Gesichtspflege. Ich muss ehrlich sagen, ich bin noch ein bisschen am Rumschauen, weil ich tue mich echt schwer mit so Gesichtspflege oder Creme, weil vieles halt so chemische Sachen hat und ich mir da nicht sicher bin, ob ich damit nicht eher meine Haut schade. Und das hat mir meine Schwester so ein bisschen was empfohlen. Teebaumöl, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist für mich bis jetzt echt gut. Also meine Haut verträgt das auch voll gut. Ich sehe jetzt keinen krassen Unterschied, sag ich mal, aber ich mach's trotzdem. Und dann halt so eine Vitamin E-Creme, auch für ein bisschen Feuchtigkeit, weil meine Haut wird voll schnell trocken. Also im Sommer trocknet die eher voll aus oder da habe ich halt voll damit ein bisschen zu kämpfen und muss halt dadurch voll eigentlich meine Haut cremen. Obwohl ich sagen muss, ich bin da drin bin ich echt schlecht. Also ich benutze schon öfters Creme, aber halt nicht jeden Tag und eigentlich glaube ich, ist es schon gut, vielleicht jeden Tag, deswegen das versuche ich gerade auch immer mehr zu machen, einfach auf meine Haut zu achten. Aber dadurch, dass ich halt voll lang nichts richtig hatte oder irgendwie mir schwer gefallen ist, was ich benutzen soll, hatte ich da nicht wirklich so eine Routine. Aber jetzt gerade, dann habe ich ein paar Produkte, die ich so mal benutze. Aber ich kenne mich da halt eben nicht aus, was gut ist. Deswegen, wenn ihr irgendwas empfehlen könnt mit so Gesichtspflegesachen oder so, oder wenn jemand auch Teebaumöl benutzt, genauso sich vielleicht ein bisschen damit auskennt. Kann ja auch sein, dass das gar nicht so gut ist, aber ich glaube, das ist recht gut. Ich habe ein bisschen nachgelesen. Genau, aber auf jeden Fall, wenn jemand sich mit so Gesichtspflegesachen auskennt, kann er gerne mal in die Kommentare schreiben oder könnt schreiben, was ihr so benutzt. Weil es ist halt auch in vielen Cremen ist so Anti-Aging drin und ich glaube, also ich will das jetzt noch gar nicht benutzen. Ich habe auch Schiss, dass ich damit dann eher meine Haut schade. Und Naturprodukte finde ich immer besser. Genau, weil wir manchmal Fragen bekommen, was wir denn alles so benutzen für Hautpflege und ich kann es halt gar nicht richtig beantworten, weil ich
eher noch so ein bisschen rumprobiere. Aber wenn ich mir dann mal sicher bin mit irgendeinem Produkten oder so, kann ich die euch voll gerne empfehlen, wenn ihr das mal wollt. Aber ich bin ja kein Profi oder ich kenne mich halt gar nicht aus. Und jetzt muss ich mich nur noch anziehen, dann bin ich auch schon ready. Wir kriegen aber oft Fragen gestellt, was wir denn für Make-up benutzen. Und da ist es einfach so, dass Lena und ich so gut wie nichts benutzen. Also wenn dann vielleicht mal Wimperntusche oder was für die Augenbrauen, so ein Augenbrauen, nicht Stift, sondern so eine Bürste oder ein Gel. Und dann für Anlässe oder so mal Lidschatten oder Eyeliner, aber sonst echt nicht viel. Also viele fragen auch, hey, könnt ihr nicht mal so eine Make-up-Routine drehen? Und da weiß ich nicht, ob es nicht zu langweilig ist, dadurch, dass wir halt fast nichts benutzen. Und deswegen weiß ich nicht, wenn ihr das aber trotzdem sehen wollt, wenn wir so einen vielleicht Basic-Look machen oder vielleicht mal mit Eyeliner oder irgendwie so, dann könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben. Und ich ziehe mich dann mal um und dann... Und dann bin ich wirklich fertig für heute. You can drink my liquor, you can call my lady, you can take my money, you can smoke my blunt. Scuff these Jordans, you can say you hate me, you can call me crazy, but don't touch my truck. Ready für den Tag. Hey, danke, dass du zugeschaut hast. Und mich würde voll interessieren, wie es dir so gefallen hat, weil YouTube noch so ein bisschen Neues für Lena und mich und gerade auf Deutsch. Deswegen auch, hey, wenn ihr was Bestimmtes sehen wollt, dann gebt uns einfach Bescheid. Dann wissen wir Bescheid, was euch so ungefähr interessiert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine gute Nacht oder einen guten Morgen. Kommt immer drauf an, wann ihr das Video seht. Ciao, ciao.